Hey Leute, in meinem heutigen Video zeige ich euch eine Morgenroutine bzw. der perfekte Tag als Carrie Bradshaw aus Sex and the City. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wer ihr gerne für einen Tag wärt. Ich liebe wirklich Carrie und Sex and the City. Und mein Tag würde, glaube ich, erstmal ein bisschen spät anfangen und dann würde ich mir erstmal ganz gemütlich einen Morgenmantel überwerfen und mich für den Tag fertig machen. Das heißt, erstmal ab unter die Dusche und ins Bad. Und dann würde ich mich erstmal schminken, aber natürlich nicht mit günstigen Produkten, sondern eher mit High-End-Kosmetik. Wenn ihr Carrie kennt, wisst ihr, dass sie auch sehr viele Designer-Klamotten und Schuhe hat. Und deswegen würde sie bestimmt auch nicht in die Drogerie gehen, um ihre Schminke zu kaufen. Hier trage ich jetzt zum Beispiel einen Creme-Lidschatten von Chanel auf, in der Farbe Emerville. Den mag ich selbst sehr gerne und ich glaube, der würde Carrie auch wirklich sehr gefallen. Mascara darf natürlich auch nicht fehlen. Carrie hat allgemein auch immer ein sehr natürliches Make-up, aber auch viel Blush und Highlighter, wie ich finde. Und das habe ich jetzt hier erstmal aufgetragen und natürlich auch ein bisschen Bronzer. Und auf meine Lippen habe ich dann von Chanel einen Lippenstift aufgetragen. Das ist einfach so ein ganz schimmriger und natürlicher Ton. Und vielleicht kennt ihr Carrie und ihr wisst, dass sie eigentlich sehr wuschelige Locken hat. Die habe ich jetzt versucht, so ein ganz kleines bisschen dann auch ja, nachzukreieren. Einfach mit einem Glätteisen. Und dann habe ich mir das so ganz gerade gezogen, dass dann so Locken entstehen. Ich finde eigentlich so die Locken mit dem Glätteisen immer ein bisschen schöner. Das habe ich dann alles noch mit Haarspray gesettet. Und dann war auch schon mein Carrie Bradshaw Make-up und meine Carrie Frisur fertig. Die perfekten Klamotten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und da die Serie Sex in the City in den 90ern stattgefunden hat, habe ich versucht, ein etwas ja, 90er-Jahre-mäßiges Outfit zusammenzustellen. Mir gefällt es wirklich richtig gut. Ihr findet alle Details dazu auch nochmal in der Infobox. Und dann würde Carrie wahrscheinlich nur noch ihre Handtasche packen und schon aus ihrem Apartment rausgehen, um sich mit Freundinnen oder irgendwelchen anderen Menschen zum Kaffee zu treffen. In meinem Fall war ich dann mit einer wundervollen YouTuberin zum Kaffee verabredet und zwar der Domino Kati. Und dann spaziert man einfach ein bisschen durch die Stadt, redet über dies und das und Männer und Schuhe und was einem sonst noch so einfällt und genießt den Vormittag. Den Rest des Tages würde ich dann damit verbringen, zu schreiben. Carrie ist ja Schriftstellerin bzw. Autorin und deswegen verbringt sie bestimmt auch sehr viel Zeit in ihrem Apartment und schreibt irgendwelche Sachen an ihrem Laptop. Aber das Shoppen darf natürlich nicht vergessen werden und Carrie liebt genauso wie ich Thriften und ja, deswegen würde sie sich bestimmt auch irgendwann mittags mit ihren Freundinnen treffen und gemeinsam shoppen gehen. Wir waren übrigens da in so einem richtig coolen ja, Vintage-Laden in Köln. Ich schreibe euch mal in die Infobox, wo ihr den finden könnt. Und hier seht ihr auch Julia vom Kanal Xleta. Die hat auch sehr süße Sachen anprobiert. Und hier seht ihr mich mit viel zu vielen Klamotten. Und ich hatte so ein richtig cooles Tüllkleid an. Das war einfach nur ein Traum. Den Abend würde Carrie wahrscheinlich nicht zu Hause gammelig enden lassen, sondern sich nochmal ihre Haare ein bisschen aufstylen und sich ein etwas schickeres Outfit raussuchen, wie ihr hier sehen könnt mit den ganzen Pailletten. Und dann würde sie wahrscheinlich noch New York erkunden. In meinem Fall war das dann Köln. Und das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ihr solltet jetzt unbedingt bei Kati vorbeischauen, weil da haben wir auch eine sehr coole Morgenroutine gedreht, die auch sehr aufwendig war. Also schaut da gerne vorbei. Und ihr könnt sie auch gerne mal abonnieren. Und dann sehen wir uns ja in meinem nächsten Video auf jeden Fall wieder. Bis dann. Ciao, ciao.